willkommen zur neuen Tagesmap. Into the air. Vom netten Herrn Jan Leo. Und wir haben diese. Nicht am Start. Genau, wir waren nicht am Start. Wir haben diese Map heute auch schon mal aufgenommen. Also, was heißt aufgenommen? Aus Versehen gestreamt. Wieso sagst du das? Darf ich sagen? Warum? Was ich sagen soll. Kommt das krasser rüber, wenn wir hier richtig schnell durchwaschen? Ja, okay, man muss ja ehrlich sein. Ja, wir haben uns halt jetzt vorgenommen, weil wir jetzt halt die Map auch schon gespielt haben, ein bisschen durchzuwaschen. Speedrun sozusagen. Ey, ich bin wirklich zu blöd. Vorhin alles so easy hier geschafft und jetzt bin ich. Häng ich hier so. Was? Was denn, ey? Was einmal noch denn? Mit Anfangsschwierigkeiten. Ja, habe ich den, habe ich einfach falsch angekriegt. Und dann, da bin ich nicht runtergefallen, weil ich dann nicht gesprungen bin. So. Also ich ziehe es jetzt wirklich durch hier in dem Speedrun. Auch wenn ich jetzt schon sehr, sehr viele unnötige Fails gehabt habe. Eben haben wir das richtig gemütlich gemacht. Aber diesmal machen wir es ein bisschen schneller. Ja. Versuchen wir es mal so komplett durch. Wir sollten auf jeden Fall zeitlich über dem Durchschnitt über der Durchschnittszeit bleiben. Ich weiß ja nicht, was die Durchschnittszeit ist, aber gut. Ja, keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Gucken wir danach mal. Einfach abgekürzt. So, jetzt hier zu dem. Zack, zu mal oben. Wo bist du jetzt? Hier, ich bin jetzt bei der Winterwelt. Ich bin knapp hinter dir. Okay. Oh, so ein scheiß Fail. Ja, aber es geht ja nicht nur um die Fails, sondern auch um die Zeit gerade. Die Fails sind egal. Ey, ich bin noch zu blöd zum richtigen Springen, ja. Bomben. So. Jetzt. Ah, da gibt er mir einen extra Boost, der Spaß. Ja, aber nicht. Ah, jetzt ist er auf den Checkpoint drauf getreten. Hier rüber, zack. Hier hoch. Hier rüber. So. Warum diesen Versuch hier gemacht? Also was wir alles eben zur Map gesagt haben, sie ist echt ganz cool gemacht. Also schöne verschiedene ja, Landschaften. Ja, die Sprünge an sich sind jetzt nicht so schwer. Oder Timo? Nö, finde ich nicht. Finde ich eben auch nicht und bist du jetzt bist du schon bei den Slimeböcken lang? Ja, ne? Ah ne, du bist über mir. Hallo. Na, ich bin gerade runtergefahren. Ja, direkt vor meine Füße. Sonst, ja, also ich weiß nicht, ob es den Namen Tagesmap verdient hat. Ja, unsere verdient es auf jeden Fall mehr, glaube ich. Da werden nicht nur schwere Sprünge kommen, sondern auch ein paar leichte. Auf jeden Fall. Würde ich sagen. Beziehungsweise nicht nur leichte, sondern auch ein paar schwere. Oh Gott. Ja, da habe ich vorhin auch immer gefailt. Bei dieser Scheiße hier. Da hatte ich irgendwie 10 Fails oder sowas. Ja. So, jetzt hier rüber. Zack. Ah, jetzt kommt ja noch dieser Part. Genau, das finde ich eigentlich nicht schlecht, dass dann hier noch so ein bisschen echtes Jump'n'Run kommt. Ja, hat sich dann gedacht, ja komm. Klassischen Stil. Nichts mehr zu tun. Ah, ich habe abgekürzt. Ah, ich hab's gesehen. Jetzt bin ich direkt hinter dir. Oder. Tatsächlich abgekürzt. Tatsächlich, ja, es hat ja geklappt. So. Ja. Zwei Sprünge, also das kann man dem Map-Ersteller nicht übel nehmen.
So, jetzt habe ich den auch direkt geschafft. Und wieder denselben Sprung gefällt, wie vorhin auch. Weil hier bei diesen Einersprüngen war ich vorhin irgendwie... Ach, ich war sogar dran. Ich hasse diese Einersprünge mit dem Teppich drauf, weil es ist wirklich... Ah! Hast den Checkbutton nicht genommen, aber es war nicht schlimm, weil vorher Dreck einer war. So, hier einer hin. Zack. Nein! Wir sind seit 5 Minuten erst dran, ey. Ja. Umso besser, es wird das Video auch schon klein. Die Leute werden schlecht unterhalten. So, hier rüber, hier rüber. Jo, fertig. Nice. Vielen Dank. Ich hab's ja schon bewertet. Deine Zeit 5,58. Fails 11. So. Das werden wir gleich mal mit der Durchschnitts vergleichen. Auch mal Time Boost dann. Alter, ich fäll gerade den letzten Sprung, ne? Ich bin echt zu hart, zu blöd dafür. Die Schwierigkeit wird ja nur durch die Fails errechnet, ne? Oder? Wie die Schwierigkeit? Die Schwierigkeit eines Levels, glaube ich. Nö. Geil, den schwierigsten Part habe ich jetzt eh schon geschafft hier. Wird dann nachberechnet, wie viel Prozent es schaffen. So, Timer hat es jetzt auch gemacht. So, stimmt, ja gut. 6,47, ey Gott. Also, 5,58, 11 Fails, wir gehen jetzt mal raus hier. Und gucken mal, es hat, wie hieß denn das? Überhaupt. Into the Air. Durchschnittszeit war 11,39, gut, das haben wir beide ganz klar unterboten und Durchschnittsfails 44,9. Also auch haben wir locker geschafft. Unterbieten. Nice. Das war's von der kurzen Runde hier. Ja, schnelle Tagesmap. Vielleicht kommt sowas mal öfters. Mal gucken. Kommt drauf an, wie viel Zeit wir haben. Dann machen wir mal schnell einen Speed dran, der Tagesmap oder von einer anderen Map einfach mal durch. Kommt halt drauf an. Es war jetzt halt nur, weil wir die vorher schon gespielt haben und wussten, dass sie einfach ist. War einfach. Aber viele Tagesmaps einfach sind halt sehr einfach, weil sie dann, keine Ahnung. Ja, die meisten Leute bewerten halt nicht nach den Jumps, sondern nach dem Aussehen. Viele Noobs hier am Schlüssel. Ja. Ah. Müssen wir uns halt nachrichten, wenn wir dann unsere Map dann bauen? Ne. Ja, schon ein bisschen. Wenn wir mit Map des Tages. Wie die Boxari-Map. Da wird uns alle schon aufregen. Ja, okay, gut. Das war's auf jeden Fall von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abonnement da. Schaut gerne bei Twitch mal vorbei, twitch.tv/time0, da streamen der Willi und ich immer. Und ja, bis dahin, haut rein und tschüss.